und Kollegen, ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Das sei er, antwortet Mephisto, dem Faust, auf die Frage, wer bist du? Und wir dürfen uns hier fragen, trifft das sicher nicht immer, aber trifft das vielleicht in dieser Frage auch auf die SVP zu? Gewisse Gegner wollen ja die Idee der Volkswahl des Bundesrates regelrecht verteufeln. Sie vernichte ein bewährtes System. Die Frage ist, ob aus der Asche nicht ein besseres erwachsen könnte. Ich spreche, das sei hier klar gesagt, für eine Minderheit auch meiner eigenen Fraktion. Die grundsätzlich ablehnende Position der Grünen zur Volkswahl wird unser Fraktionspräsident nachher erläutern. Drei Vorbemerkungen. Diese Initiative ist in einem gewissen Sinne auch ein wenig ein Papiertiger. Keine Initiative der SVP wurde wohl länger nur immer wieder angekündigt und dann auch am Schluss nur knapp gesammelt. Und man darf mit Fug und Recht vermuten, dass sie auch aus Sicht einiger SVPler nützlicher war als Drohmittel gegenüber dem eigentlichen heutigen Wahlgremium, als Idee, die dann am Schluss umgesetzt werden sollte. Vorbemerkung 2, es geht nicht um eine linke oder um eine rechte Idee, es wurde erwähnt, vor zwar weniger als 20 Jahren hat auch die SP, hat Kollege Hämmerle nochmals die Volkswahl allerdings mit Proporz gefordert, auch die Grünen 1993 mit einer parlamentarischen Initiative von Leni Robert. Es wurde auch gesagt, das sei der Protest als Motivation dieser Anliegen gewesen. Nun ja, Protest als Motivation, das heißt noch nicht unbedingt, dass das Anliegen schlecht ist. Zum Dritten, kein Veränderungsbedarf herrsche, wird immer wieder gesagt, es funktioniert ja. Nun, meine Damen und Herren, wenn wir nur über Nicht-Funktionierendes legiferieren dürften, hier in diesem Parlament, dann muss man sagen, zum Glück funktioniert einiges, dann hätten wir also sehr viel weniger zu tun, als wir heute zu tun haben. Manchmal geht es auch darum, Bestehendes zu verändern. Warum verändern? Ich glaube, die Volkswahl wäre eine Chance, und zwar für die Stärkung des nationalen Zusammenhalts, indem man eben gesamtschweizerische Kampagnen führen müsste, indem die Kandidierenden eben sich in mehreren Landessprachen auch beweisen müssten, stärker getestet würden in verschiedenen Regionen der Schweiz. Es wäre ein Plus auch für die Stärkung der Parteien, ein sinnvolles Gegengewicht aus meiner Sicht zu einer direkten Demokratie, die manchmal und ich denke, es zu großen Teilen eben auch eine Verbandsdemokratie ist, wo die Parteien so schwach sind wie in keinem anderen Land. Und es ist klar, es würde auch bei einer Volkswahl bei stabilen Verhältnissen bleiben. Die Hoffnung von der SVP, dass allenfalls ein Bundesrat Blocher je durch eine Volkswahl in dieses hohe Amt zurückkehren könnte, ich glaube, diese Hoffnung kann man ganz getrost als irrealistisch auf die Seite schieben. Negatives gibt es auch, deshalb mein Gegenvorschlag. Negativ 1, ein gesamtschweizerischer Wahlkampf braucht ungeheuer viele Mittel. Und deshalb meine ich, wäre die Mindestbedingung, wenn man das will, was die SVP beim Sammeln immer versprochen hat, mehr Demokratie, Transparenz über die verwendeten Mittel. Ich fordere nicht eine Einschränkung, ich fordere nicht eine Parteienfinanzierung, ich fordere nicht eine Wahlkampffinanzierung, ich fordere nur das Mindeste, ich fordere Transparenz. Und wenn Sie, meine Damen und Herren von der SVP, die immer für mehr Volksrechte, für mehr Demokratie einstehen, wenn Sie dieses Minimum für eine funktionierende Demokratie, dass eben die Interessen und die Interessenlagen offengelegt werden müssen, wenn Sie dies nicht gestehen wollen, dann muss ich sagen, kann ich zu diesem Projekt auch nicht Ja sagen. Deshalb lehne ich die Initiative in ihrer Form, wie sie eingereicht wurde, auch ab. Das Zweite ist, ich ergänze das Gleiche, was die SP auch ergänzt hatte, als sie unter dem Motto Volkswahl heißt Volkswohl bereits selbst die Bundesratswahl durchs Volk forderte, nämlich eine Ergänzung, eine Erweiterung des
Gremiums von 7 auf 9 Personen. Die Einheit der Materie, meine Damen und Herren, die ist aus meiner Sicht problemlos gewährleistet. Also Sie können in ein Restaurant gehen und ein Müsli bestellen. Dann wählt der Koch hier die Vereinigte Bundesversammlung für Sie aus. Oder Sie können sagen, nein, ich will das selbst zusammenstellen, ich suche die Zutaten selbst zusammen. Das wäre dann die Volkswahl. Und dann können Sie auch entscheiden, ob Sie das kleine Müsli mit 7 feinen Früchten wollen oder ein größeres mit 9 und einer transparenten Inhaltsangabe. Also wenn Sie diese Entscheidung nicht machen können, meine Damen und Herren, wenn Sie das dem Volk nicht zutrauen, dann trauen Sie dem Volk wirklich sehr wenig zu. Ich denke, diese Frage der Einheit der Materie, der Möglichkeit, dass das Volk klar seinen Willen äußern kann, ist bei meinem Gegenvorschlag ganz sicher gegeben. Haben Sie etwas Mut, geben Sie sich einen Ruck und sagen Sie Ja zu meinem Gegenvorschlag. Herr Glättli. Herr Mörgeli möchte Ihnen eine Frage stellen. Herr Kollege Glättli, wenn Sie wirklich ein Befürworter der Volkswahl sind, warum belasten Sie denn diese Volkswahl mit der Erhöhung auf 9 Bundesräte, wo Sie doch wissen, dass bei den letzten beiden Volksabstimmungen die Volkswahl genau wegen dieser Erhöhung gescheitert ist? Wollen Sie wirklich, dass es eine Volkswahl gibt? Ich könnte zurückfragen, Herr Mörgeli, oder auch die ganze SVP, weshalb haben Sie denn nicht eingelenkt, als ich den Vorschlag gemacht habe, plus den Transparenzartikel hineinzufügen, also nur diese Transparenz, die aus meiner Sicht wirklich zwingend notwendig ist, aufzunehmen. Ich wäre zu haben gewesen für ein solches Modell, aber Sie haben von Anfang an gesagt, unsere Initiative und sonst nichts. Ich meine, wenn man den Mut hat zu sagen, vielleicht muss man in Alternativen denken, in einem politischen System, dann müsste man auch den Mut haben, in einer solchen Debatte dann auf kluge Vorschläge einzugehen. Wir kommen nun zu den Fraktionssprechern.